Hallo, ich war in den letzten Wochen ziemlich oft in der Drogerie, um ja, ein bisschen was einzukaufen. Aber ich habe es immer nicht geschafft, ein Haul abzudrehen. Deshalb kommt dazu ein gesammelter Haul mit ein paar Produkten, auch aus LEs, die nicht ganz aktuell sind. Aber ich will sie dir trotzdem zeigen, denn ein paar Schätzchen sind dabei und vielleicht findest du das eine oder andere ja noch in einer Grabbelkiste. Aber wir fangen jetzt erstmal an mit diesem Schätzchen hier, dem L'Oréal Nude Magique Eau de Teint. Ich wollte es mir eigentlich nicht kaufen, weil das Produkt ja eigentlich verspricht, ja, ganz fast unsichtbar zu sein und sozusagen dachte ich mir zumindest auch keine Deckkraft zu haben. Aber ich habe es mir jetzt gekauft, weil manche sich eine Review dazu gewünscht haben. Und ja, ich kann noch nicht viel dazu sagen, weil ich das heute zum ersten Mal aufgetragen habe. Aber du kannst ja schon mal so ein bisschen anschauen, wie die Deckkraft so wirkt. Und ja, also wenn du möchtest, kann ich dazu noch eine richtige Review machen. Schreib es mir gerne und dann ja, schaue ich mal. Dann hatte ich ja noch angekündigt, dass ich mir ein paar Produkte aus der Catrice Rocking Royals LE nachkaufen möchte. Das habe ich jetzt hiermit getan. Und zwar einmal diesen Lidschatten, den Royal Blue und hier den X-Pistols. Und ja, heute geschminkt mit X-Pistols und zusammengemischt mit einem Lidschatten aus dieser Catrice LE Arts Collection, nämlich diesen dunkelsten Ton hier, also den in der Mitte. Und ja, das ist quasi heute das Augen-Make-up und dann noch ein bisschen verblendet mit diesem goldenen Ton. Und ja, das ist auch ein Teilchen, das ich neu habe und ich muss sagen, ich liebe diese Verpackung von Catrice. Ich hatte damals auch aus dieser anderen Kollektion, wo es ja auch diese Verpackung gab, auch eine Palette gehabt und ich habe sie auch geliebt. Ich habe sie auch ständig benutzt und ja, ich mag das einfach total gerne. Auch zu verschenken finde ich die ganz toll, aber ja, wie gesagt, die LE ist auch ein bisschen länger, schon älter. Was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, dass dieser Ton hier dem X-Pistols aus der Rocking Royals LE sehr ähnelt. Der einzige Unterschied ist, dass der von Rocking Royals doch stärker pigmentiert ist und vom Finish her auch metallischer noch glänzt. Ja, aber ansonsten finde ich eigentlich, dass die Farben sehr gleich sind. Also falls du diese Palette von Catrice schon hast, die Art Collection, dann brauchst du eigentlich diesen Ton nicht nochmal extra kaufen. Das ist ja, sozusagen dasselbe. Und ich hatte mich ja auch sehr für diese Lip Base von der Catrice Rocking Royals LE interessiert und ich habe sie mir jetzt auch geholt und ich muss sagen, ich bin sehr begeistert. Also ich finde das Produkt ganz, ganz toll. Ich finde, wenn ich das aufgetragen habe, bevor ich einen Lippenstift auftrage, dann kriegt der Lippenstift danach nicht so in die Lippenfältchen. Und ja, das ist ja eigentlich auch das, was man damit erreichen möchte. Und es verfärbt auch nicht arg doll jetzt die eigenen Lippen. Was für mich ganz praktisch ist, wenn ich diese Swatch-Partys für dich mache. Und ja, aber ansonsten finde ich das echt toll. Also ich werde mir auf jeden Fall nochmal ein Backup holen, falls ich noch einen abkriege. Denn ja, ich kenne den von MAC wie gesagt nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass er schon so sehr ähnlich ist. Dann durfte ich mir ja damals bei diesem DM Markencamp Beauty ein paar Alverde-Produkte mitnehmen und ich dachte, ich zeige sie jetzt einfach mal in diesem Haul. Das passt eigentlich ganz gut. Das erste hier ist dieser 4-in-1 Concealer. Und ja, da muss ich sagen, also die ganzen Produkte, die versprechen unglaublich viel zu können, ja, alles ein Multiprodukt zu sein, das funktioniert bei mir eigentlich immer nicht. Und das ist bei dem hier auch der Fall, also 4-in-1 Concealer. Ich habe ihn jetzt als Concealer versucht aufzutragen und da sieht man schon, also die Deckkraft ist eher gering, weil er Schimmeranteile mit drin hat. Das liegt daran, dass er ein Highlighter, Concealer, Base und ein Lidschatten sein soll. Und ja, deshalb funktioniert das als Concealer, finde ich, nicht. Was ich mir aber vorstellen kann, ist, wenn ich einen normalen Concealer, einen gut deckenden Concealer auftrage und dann den da drüber gebe, dann ja, reflektiert er so ein bisschen das Licht und dann nimmt er noch ein bisschen Augenschatten weg. Das würde ganz gut funktionieren. Dann hatte ich noch diesen Gel-Eyeliner hier mitbekommen und der ist wohl auch recht neu im Sortiment. Also das Interessante an dem ist, dass er nicht diese typische Gel-Konsistenz hat, wie andere Gel-Eyeliner wie von MAC oder Bobbi Brown, sondern das ist eher recht flüssig, also wie so ein, ja, wie so ein Pudding eigentlich, so ein bisschen wabbelig. Lässt sich aber sehr gut auftragen, auf den Pinsel nehmen, da gibt es auch diesen Pinsel dazu, der auch recht gut funktioniert, also ich finde den auch sehr schmal, also damit kann man ganz gut zeichnen. Haltbarkeit ist auf jeden Fall auch gegeben, also bis zum Abend hält er nur. Ja, muss halt schauen, ob du mit dieser Konsistenz jetzt klarkommst. Es ist halt schon ein bisschen anders, ja, je nachdem, welche Vorlieben du hast. Dann durfte ich mir noch diesen Puderblush mitnehmen in der Farbe 01 Aprikot. Und da muss ich sagen, also der hat es mir wirklich angetan. Also den trage ich im Moment wirklich sehr, sehr gerne, jeden Tag eigentlich fast. Das ist nämlich so einer, der ja, schon so ein bisschen Frische ins Gesicht zaubert, ohne aber, dass man aufgesetzt wird.
aufgesetzt wirkt. Auf jeden Fall sieht das sehr natürlich aus mit diesem Blush. Die Farbe ist wirklich sehr, sehr hübsch und ich schwanke im Moment wirklich jeden Tag zwischen MAC Melba oder diesem Apricot von Alverde, wenn ich mich entscheiden möchte zwischen einem Blush. Schau ihn dir an, wenn du so einen natürlichen Blush suchst. Dann habe ich mir noch aus der etwas älteren LE von Essence, nämlich der Oktoberfest LE, zwei Produkte mitgenommen. Ja, also diesen Blush, den finde ich super hübsch. Vielleicht findest du ihn noch in der Grabbelkiste. Ich habe ein Bild davon auf Instagram gepostet, wo ich ihn trage. Wenn du also sehen möchtest, wie das aussieht, dann schau dir das auf Instagram an. Und ja, also ich finde das Design einfach super, super hübsch. Die Farbe ist auch toll. Also wirklich, wenn du ihn findest, dann nimm ihn dir mit. Und dann habe ich mir noch dieses kleine Kästchen hier mitgenommen. Da sind zwei Lidschatten drin und noch ein kleiner Lipgloss. Finde ich auch total süß. Also bestimmt nichts, was man unbedingt haben muss. Aber ich fand es halt von der Verpackung her total süß. Dann habe ich noch ein paar Produkte aus der letzten Essence LE, nämlich der Beauty Beats LE mit Justin Bieber. Und zwar einmal hier diesen Blush, ja, der ist schon recht kräftig pink. Da muss man ein bisschen aufpassen bei der Dosierung, aber ansonsten denke ich, ja, zum gewissen Anlässen bestimmt passend. Und dann habe ich mir noch diesen Highlighter mitgenommen. Da muss ich sagen, bin ich ein bisschen enttäuscht. Also ich finde ihn sehr pudrig, mit wenig Schimmerpartikeln und ja, also nicht ganz so ein Highlighter, wie ich ihn mir wünsche. Da bleibe ich bei meinem Lieblings-Mary Luminizer. Dann habe ich mir noch diesen Lipgloss in der Farbe 02 Eenie Meenie mitgenommen. Und ich glaube, den hätte ich mir auch sparen können, weil ja, mit einer Schicht sieht man ihn eigentlich gar nicht auf den Lippen, nur dass er ziemlich viele Schimmerpartikel hat. Und wenn ich mehr auftrage, ja, dann sieht es sehr merkwürdig aus. Ich glaube, die Farbe ist einfach nichts für mich. Dann habe ich mir noch aus der letzten P2 LE, nämlich der Beauty Stories LE, diesen Blush mitgenommen in der Farbe 020 Love. Und ja, der ist hübsch. Also hier ist einmal die Farbe etwas dunkler, dieses etwas bräunlichere zum Konturieren auch sehr gut geeignet. Und dann eben der Blush, oder man mischt beides und dann verteilt man das hier so schön auf den Wangen. Und dann habe ich aber noch ein Produkt aus der aktuellen P2 LE, nämlich aus der Mirror Mirror on the Wall LE. Und da habe ich mir nur einen Lippenstift mitgenommen. Also viele haben sich eine Review zur kompletten LE gewünscht, so wie ich das jetzt mit den Catrice LEs gemacht habe. Aber ja, die meisten Produkte haben mich jetzt nicht angesprochen. Deshalb habe ich mir also nur einen Lippenstift mitgenommen, nämlich die Farbe 010. Das ist auch der, den ich heute trage. Also ich finde die Farbe wirklich sehr hübsch, sehr herbstlich, aber nicht so zu dunkel oder zu krass einfach auf den Lippen, dass ich mich nicht trauen würde oder dass ich das ja einfach nicht zu meinem Typ passend finde. Das ist eigentlich genauso eine Lippenstiftfarbe, wie ich ihn mir vorstelle für den Herbst-Winter. Dann habe ich mir noch drei Schätzchen aus dem P2 Standard-Sortiment mitgenommen, nämlich diese Impressive Gel Kajal-Stifte. Ich hatte ja vorher diesen schwarzen, auch vom P2, diesen Perfect Look Kajal gehabt. Und im direkten Vergleich muss ich schon sagen, dass der Perfect Look Kajal nicht ganz so viel satte schwarze Farbe abgibt wie der Impressive Gel Kajal. Und den benutze ich jetzt also, seitdem ich ihn habe, für die Wimpern zum Auffüllen. Das funktioniert einfach viel besser. Bei dem musste ich doch schon recht häufig über die Wimpern gehen, damit der auch gut Farbe abgibt. Und ja, bei dem ist das quasi mit einer Schicht dann schön deckend schwarz. Also das finde ich einfach viel besser. Also den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Dann habe ich mir noch zwei andere Farben mitgenommen, nämlich den Dramatic Blue und den Dramatic Green. Ja, da möchte ich auch ein bisschen ausprobieren mit Augen-Make-ups, was mir im Moment übrigens sehr viel Spaß macht, weil ihr mich da auch so unterstützt und mir mal Feedback gibt, ob das gut aussieht, ob mir etwas gelungen ist und auch nicht. Das finde ich sehr lieb von euch. Und dann habe ich mir noch ein Produkt für die Nägel geholt, nämlich den Gel Nails at Home Cleanser. Das ist das einzige Produkt aus diesem Starter-Set, was sich jetzt langsam dem Ende neigt. Deshalb, ja, habe ich mir jetzt neu geholt, weil ich immer noch nach wie vor sehr zufrieden bin mit diesen Gel Nails at Home Produkten und ich trage sie eigentlich immer noch. Also ich trage ständig nur diese Gelnägel. Ich kann gerne nochmal unten die beiden Videos verlinken, wo ich genau zeige, wie das alles funktioniert. Und das war es eigentlich auch schon. Also schreib mir gerne nochmal, zu welchen Produkten du eine Review haben möchtest. Zum Beispiel diesem L'Oreal, ja, dieser Foundation hier, wenn du es möchtest. Und dann hoffe ich natürlich, hat dir das Video gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.